Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Diesmal holen wir uns das Geldversteck der Putzkolonne. Und das sieht aus, als wären wir auch schon mal gewesen. Da, wo wir das erste Mal in den Zug so ein Dingslager geholt haben. Wir stealthen natürlich wieder so weit wie möglich und erschießen da erstmal unser AK. Natürlich nach jedem Schuss nachladen, weil sonst würde man ja nach Munition sparen. Schadstofflager. Vor allem, warum hat ein Killerkommando das mit einem Schadstofflager zu tun? Das verstehe ich so ganz. Ich meine, es soll jetzt normales so Auftragskeller als Dings, das verstehe ich, aber warum Schadstoff? Was ist. Viele Stellen zum. Was haben wir hier? Versuch dich nicht zu grämen, Mosher. Alles wird gut. Wir werden irgendeine Lösung aushandeln und das zusammen abbezahlen. Ich hab dich lieb, deine dich liebende Frau Susi. Oder Susi einfach nur. Da geht's natürlich nicht durch, leider. Okay, hier packen die also Leute in Fässer. Geld nehmen wir natürlich auch noch mit, zack. 10k, nicht schlecht. Mal ein bisschen abhängen. Okay, die sind also sehr unfreundlich, indem wir einfach Leute jetzt tagstückeln. Ja, nicht schlecht. Gut, dann hätten wir es auch geschafft. Dann geht es jetzt weiter nach hier drüben, wo wir auch noch so zwei Lager ausräumen können. Der chillt auch. Also Schallgewehre, Waffen oder Bögen oder sowas in Spielen machen eigentlich das komplette Stealth überflüssig, weil. Das einzige Schwere war eigentlich das Schleichen und das wird ja praktisch komplett aufgehoben, wenn man einfach einen Schalldämpfer hat. Also man schleicht ja trotzdem noch ein bisschen, aber halt wenn man aus der Range jemanden erschießen kann, dann ist das schon relativ leicht. 50k, lassen wir was anderes. Finde und zerstöre die Verklappungskähne. Gut, das ging auch erstaunlich leicht. 39 Sicherung habe ich schon wieder. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich jetzt noch 4 Stück eingesammelt habe. So, dann gehen wir noch Vollgas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt fang dich doch mal wieder, Auto! Gott, die Musik ist so gut in Mafia. Wo bist du denn? Da. Ich wollte gerade noch vorbeigehen, aufsammeln, aber es ging nicht. Leider. Dann ist auch eine Sicherung, die nehmen wir auch noch mit. Wahrscheinlich wieder hier einbrechen, oder? Ja, klar. Wenn man was Neues machen kann, kann man einfach das. Was nicht einbrechen? Gut. Damit habe ich es nicht gerechnet. Aber immer in diesen scheiß Bahnumschaltkästen.
muss ich zwar nicht machen, aber warum soll ich es denn lassen? Puh, ich dachte, da falle ich jetzt einfach runter. Und wo habe ich nochmal mein Auto geparkt? Am Arsch der Welt, ne? Ich glaube, da können wir einfach so hinrennen. Wo ich mir denn einfach ein neues Auto? Entschuldigen Sie bitte. Excusez-moi. Ist das ein Polizei? Ich will nicht irgendwelche Zivilisten erschießen, dann holen die plötzlich noch die Polizei. Hm. Don't mind me. Solange ich sie nicht benutze. Aber ich werde sie benutzen. Und damit werde ich sehr, sehr, sehr viele Leute umbringen. Krieg lieber AKs. Ja, eine Pasadena AR-30. Schon okay. Ab der Feige. Schau mal da drüben nach, okay? Deutet gerade. Deine Zeit. Ah, deinen Satz. Oh, scheiße, Dave. Festgenagelt! Treffen wir von der anderen Seite vor! In Position! Lass es uns zu Ende bringen! Verloren! Schub doch endlich! Er macht uns alle fertig! Ich kümmere mich um diesen Hurensohn! Na, das hast du gut gemacht. Diesen Sack Scheiße um. So, da ist eine Sicherung. Oh, er ist 43. Mensch. Ich bräuchte wahrscheinlich mal ein paar neue Sicherungen, falls ich hier noch weitermachen will im Spiel. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Cash. Zack, zack, zack. Und. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ach so, gut. Das ist einfach nur so das markiert. Ich dachte, ich müsste jetzt da erstmal. So, komme ich da irgendwie schnell hin, wenn ich mit dem Boot fahre? Ich glaube nicht. Ach, da muss auch noch was. Ach, scheiße. Da können wir auch schnell mit dem Boot hinfahren, theoretisch. Ich dachte, in dem Part kann ich so irgendwas Sinnvolles machen, aber nee. So, jetzt werden wir euch alle umbringen. Das ist schon Kampf. Nein, 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 nein. Ich habe gar nicht gerechnet. Nicht mal Geld? Was ist das für ein Scheißladen hier? Okay, das scheint nur ein Warenhaus zu sein, wo die das so nebenbei ein bisschen betreiben. Schade. Ich dachte, ich kriege noch ein bisschen mehr Cash raus. So, dann erstmal die Waffe wegstecken und uns unseren Wagen. Schick mir einen Wagen, ich bin drüben in Barclay Mills. Nee, kann ich nicht machen, Junge. Was bist du für eine Fotze? Kann ich machen, sagt er. Okay, wie komme ich jetzt wieder raus?
leid. Kannst du mir jetzt meinen Car bringen? Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Danke, sehr lieb. Okay, wenn... Ich mach mir mal erstmal das hier. Schätzen? Ach, ich glaube, das schaffen wir sogar noch. Können wir sogar noch ein bisschen schaffen. Wenn es zu kurz ist, schaffen sogar vielleicht zwei Missionen. Aber das glaube ich nicht. Aber da wir sowieso jetzt noch 8 Minuten haben, würde ich hier noch schnell das Sammelobjekt mitnehmen. Ein Playboy, nice. Ist das der erste Playboy, den wir einsammeln? Ich glaube, ein. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt nur an Vargas-Gemälde erinnern und an den anderen Quatsch. An Schallplatten. Und kommt Mr. Spurs natürlich. Eine Bibel haben wir aber auch nicht, also ein Bibelbüchlein. Playboy. Ne, das erste sogar, sehr gut. Wurde langsam mal Zeit. Und Lincoln hat ja gesagt, dass er versucht, den Typen hier noch zu überreden, den oberpersonellen Gebiet. Aber ich glaube, das möchte er nicht. Ich glaube, die müssen wir umbringen. Nette Frisur, nettes Lächeln. Wir haben eine Weile geredet. Dann habe ich ihm gesagt, er soll die Sache lieber beenden. Ich habe gesagt, sie ist zu gut für dich. Hallo. Wie hoch haben wir gemacht? Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal. Santini mag's gar nicht, denn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht, wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Mach's gut, Conny. Immer schön sauber bleiben. Du glaubst, du bist was Besseres als ich? Du bist nicht besser als ich. Hast du gehört? Hast du gehört? Hey! Alles klar? Ich finde, du gehörst. Wo ist mein Auto? Zu viel in der Bude gab. Ja doch, das wollen wir machen. Es wird nicht schön. Willst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ja, lass stehen. Ich muss sowieso in die Richtung. Dankeschön, sehr lieb. Ein Satz heiße Reifen. Wie bestellt? Ich weiß das zu schätzen. Oh, ich hab noch kein Playbook von. Oh, noch eins. Sehr gut. Hab nur eins, findet man gleich alle. Ob wir eine Sicherung für den nächsten Bezirk haben? Ich glaube schon. Oh Gott. Aber ich hab's geschafft. Bitte sag mir jetzt nicht, es ist draußen. Oh Gott. Güterbahnhof, 200 Meter in die Richtung lang. Rollen lassen. Waren wir eigentlich schon mal drin? Doch klar, hier wird die Karte geklaut.
Gut, ich würde sagen, dass man besser. Ich mache einfach den Time jetzt schon aus. 4 Minuten. Egal. Also ich mache jetzt das noch fertig und danach hören wir auf mit dem Part. Vermutlich uns hier hinten lang schleichen einfach. Ich versuch's einfach erstmal. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch runtergehen. Das ging relativ einfach, ja, anwärts. Platz für dich und die Waffen, die du reinbringst. Was meinst du? Läuft nicht so, wie ich es erwartet hätte. Willkommen an Bord. Gesichert. Das habe ich mir irgendwie länger vorgestellt. Okay. Geschäftsverweisung Cassandra. Verbesserte Bremse- und Kurvenverhalten von allen Fahrzeugen. Büchsmacher Munition. 40.000. Ich würde sagen, das machen wir dann zu Cassandra, weil ich da sowieso gehen wollte. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Natürlich. Ich schicke sie sofort los. Immer diese Voodoo-Schlitten, ey. Warum bin ich Priester geworden? Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen. Eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir umschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. Gut. Alles cool mit uns. Büchsenmacher, mehr Munition für alle Schusswaffen tragen. Sehr gut. Das wollte ich sowieso irgendwann mal haben. Guck mal kurz an, wo diese ganzen Tunnel hinführen. Das würde mich mal interessieren. Nirgendwo hin. Oh, nicht schlecht. Einfach nur nach draußen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir das hier fertig. Und bis dann. Hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.